Hi Leute, da ist er wieder. Bei Hand Showdown ist ein neues Update rausgekommen. Jetzt heißt es 1896. Ich hoffe, ich habe die Jahreszahl richtig raus. Und wir testen es heute auf dem Lenovo Legion Go. Einmal in 720p, in 1080p und in 2K. Also seid gespannt. Ich bin auch gespannt, wie es läuft. Bis gleich. So, da sind wir schon drin in Hand. Wie ihr seht, es ist auf Leistung gestellt. Und hier ist es auch auf Leistung. Leistung, also alles auf Leistung. Auf Leistung werden wir auch alles durchtesten. Auf Auflösung ist 1280p und auf 44 Hz. Radio und Super Resolution ist an. Jetzt habe ich nur das Spiel weggedrückt, ein bisschen ungünstig. Moment, kann ich das wegdrücken, da wieder rein. So. Das sind die Einstellungen in Hand. Ich habe nichts geändert. Ich gehe mal die Einstellungen kurz mit euch durch. Komm schon. Hör auf mit dem Schmarrn. Okay, kurz Moment, ich habe gerade technische Probleme. So, da sind wir wieder, jetzt geht's wieder. Ich hatte ein paar technische Probleme. Also man sieht es auf 1280. Vollbild, also sonst habe ich nichts geändert. Super Resolution habe ich AMD FSR an. Das würde ich immer anlassen. Auch am PC würde ich das anlassen. Es gibt euch ja doch wieder ein paar FPS mehr. Die mal runter skaliert und etwas höher rauf skaliert. Hier Texturqualität, ich hoffe, man sieht alles, ist auf niedrig. Beleuchtungsqualität, das ist auf mittel, also niedrig, niedrig, niedrig. Ja, ich habe jetzt nichts umgestellt. Es ist jetzt auf Unreal Engine 5 das Spiel, also ist klar, dass es jetzt auch ein bisschen mehr Ressourcen frisst, also demnach braucht man sich halt nicht wundern. So, dann gehen wir gleich mal rein in die Kopfgeldjagd. Wir sehen uns gleich wieder. Also wir sind drin im Spiel, er zeigt uns gerade, oben sieht man es ein bisschen, 84, da sieht man es gut, 79 FPS. Also eigentlich super. Und vor allem die Qualität ist eigentlich auch ganz gut. Ne? Wenn man sich so das anschaut. Also 79 FPS zeigt er an, also von den Grafikeinstellungen könnten wir da sogar noch was ändern. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Natürlich weiß ich jetzt nicht wirklich, wie man steuert, weil ich steuere das Game eigentlich eher mit Maus und Tastatur. Wir gehen jetzt einfach ein bisschen herum, schauen uns ein bisschen die Umgebung an. 96, 104 FPS, 106 FPS. Also da könnte man sogar noch was einstellen an den Grafikeinstellungen. Da könnte man sogar noch auf ein bisschen auf Mittel gehen. Zu Respekt. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter reingehe oder so. Und die Qualität geht auch völlig in Ordnung. Das sind 720p. Ist nicht schlecht. 75 FPS, 82 FPS. 75. Also ich muss sagen, ich bin überrascht. Blöden Hunde da. Also 72 FPS. Ja, man könnte sogar höher gehen mit der Einstellung. So, ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt in die nächste Einstellung, in 1080p. Also, bis gleich. So, hi Leute, da bin ich wieder. Wie ihr seht, 1920. Sonst habe ich nichts umgestellt, alles gleich. Hier auch, bei Hand selber 1920. Grafikeinstellungen sind wieder die gleichen. So, ich würde sagen, wir gehen gleich wieder rein in Hand und schauen wir mal. Hi Leute, da sind wir wieder. So, wie man es oben links sieht, ich hoffe, ihr seht es, immer wenn ich zum Berg gehe, dann sieht man besser auf der Straße hier. Schatten, 80 FPS, wenn ich darauf schaue, 67 FPS, 57 FPS. Also jetzt haben wir ein bisschen weniger, aber ist ja klar, es ist ja 1080p, nicht mehr 720. Ja, wie man sieht, sind wir auf 60 FPS herum. Sieht auch immer noch gut aus, ich habe an den Grafikeinstellungen nichts geändert, hier sehe ich echt gut aus, ne? Also ich finde, 53 FPS jetzt, 55 auf 1080p läuft es auch noch super. Gehen wir noch mehr ein bisschen in den Wald rein. 51 FPS, 52, 50, 54, 53. Ich glaube, auf 2K versuchen wir noch etwas höher zu gehen. Ein paar Grafikeinstellungen noch einzustellen. Mal schauen, was er alles rausbringt. Na, Respekt. Ja,
Das niedrigste, was ich jetzt hatte, waren 52 FPS, also auf 1080p ist es auf jeden Fall auch spielbar. Ich würde sagen, jetzt sehen wir uns gleich wieder in 2K. So, hi Leute, da sind wir wieder, diesmal im 2K-Test. Man sieht hier, oh, 2560, 144 Hertz, ich habe nichts geändert. Hier in Hand selber haben wir auch 2560 mal 1444, also auch 2K, sonst habe ich nichts geändert. So, wir versuchen es jetzt erstmal so und dann schauen wir mal, ob wir an der Grafik noch etwas ändern können, ob wir auf Mittel raufgehen können oder sowas. Mal gucken, okay? Ich bin gleich wieder da. So, hi Leute, da sind wir wieder. Ich muss jetzt ehrlich sagen, so viel könnt ihr gar nicht mehr an der Grafikeinstellung ändern. Wir haben jetzt gerade 43 FPS, 46 FPS, 44 FPS. Aber sieht das hammermäßig aus in 2K, ne? So anguckt, wow. Also in 2K sieht das echt gut aus. 44 FPS. Also oben links seht ihr immer die FPS-Anzahl. Ich hoffe, man sieht sie ganz gut. Das sieht echt super aus. Ich habe jetzt nichts geändert bei der Grafikeinstellung. Ist immer noch alles niedrig. Also viel ändern können wir leider nicht. Es hat jetzt 43 FPS, 44 FPS. Ein bisschen bewegen. Nö, es bleibt aber. Weniger als 43 FPS hat man nicht. Also in 2K wäre es sogar spielbar. Ja, was heißt spielbar? FPS-Shooter mit 43 FPS, naja. Das haben wir dahingestellt. Aber es funktioniert auf dem Lino Legion Go. Es macht eine echt gute Figur. Wow. Das muss ich sagen. Also auf 1080p könnt ihr noch ein bisschen was rausholen. Oder auf 720p könnt ihr definitiv was rausholen. Da könnte die Grafikeinstellung etwas höher gehen. 43 FPS, ja. Also weniger als 43 FPS bekommt ihr nicht. 42, 41 FPS hatten wir gerade. Aber es ist spielbar auf jeden Fall. Wie ihr wisst, Minimum ist halt 30 FPS, damit es halt flüssig ist. Ich stelle mir den Sound etwas höher. Ich habe den Sound nur runtergestellt, weil beim Menü halt so ein Titellied kam und dann ist es gleich wieder Copyright-Verletzung und der ganze Mist, ihr wisst schon, nur. Zombies. Ne? 44 FPS. Ist jetzt auch nicht so geil, dass ich da hochgehe. Sehe mich ja die ganzen anderen Jäger. 41 FPS. Ja, also weniger als 41 FPS habt ihr nicht. Jetzt habe ich sogar 47 FPS. Ne? Sieht echt gut aus, muss man sagen. Ja. Ja, ich glaube, das war's mit unserem Test. Ich kann jetzt leider nicht viel einstellen bei 2K. Ihr seht es selber mit 40 FPS. Naja, also auf Full HD oder 720p könnt ihr ein bisschen herumspielen. Da könnt ihr noch ein bisschen was rausholen an der Grafik, wenn ihr wollt. Oder ihr wollt lieber die FPS mehr haben. Kommt halt auf euch drauf an. Also. Also ich würde sagen, Test geglückt. Hand Showdown, das neue Update läuft auf dem Lino Legion Go. Ihr habt es selber gesehen. Könnt mir gerne selber schreiben, ob ihr es auch zockt. Und auf was? Auf dem PC, auf dem Lino Legion Go oder auf der Konsole. Und ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.